Liebe Freunde, diese beiden Gesichter kennt ihr vielleicht jetzt schon. Vor zwei Tagen waren wir in der gleichen Konstellation live, auch aus der Kinderklinik, und haben das Thema quasi theoretisch einmal beackert. Es geht nämlich um Krebs bei Kindern. Und heute haben wir versprochen, machen wir den praktischen Teil. Wir sind hier auf der Kinderkrebsstation des Klinikums Dortmund und neben mir sitzt Professor Dr. Dominik Schneider. Er ist hier der Direktor der Kinderklinik und auch ein versierter Krebsexperte, der auch teilweise, ich hatte es ja vor zwei, drei Tagen schon gesagt, europaweit und teilweise sogar aus den USA angerufen wird, man kann es doch mal an dieser Stelle aber behaupten und auch zu Recht. Und er möchte uns heute nochmal zeigen, wie es denn dann hier wirklich auf so einer Station aussieht, denn, das hatten Sie ja auch schon gesagt, es ist gar nicht so traurig, wie man gemeinhin denkt. Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich, dass hoffentlich wieder viele zuschalten und zugucken. Nach der Theorie jetzt heute ein bisschen in die Praxis. Ich wollte einmal die Station K41 zeigen. Das ist unsere sogenannte Kinderkrebsstation hier und wir befinden uns hier gerade in der Elternoase. Aber bevor ich das vergesse, ich habe natürlich bei der Theorie zwischendurch Quatsch erzählt. Das ist halt, wenn man Angst hat, wenn die Ballons einem vor der Nase explodieren. Tumoren platzen natürlich nicht von scharfen Medikamenten, sondern von scharfen Instrumenten während einer Operation. Also wenn man mit dem Skalpell oder so drankommt, kann der leichter platzen, genauso wie Luftballons, also Schwamm drüber. Ich hoffe, jetzt haben es alle verstanden. Da kamen noch ein paar Nachfragen, das muss ich jetzt ausräumen, sonst geht das ja gar nicht. Da kam Nachfragen? Also, Das haben alle gut zugehört. Und so. Ja. Genau. Gut, also wir sind jetzt hier in der Elternoase. Das ist ein Bereich, hier ist ein Rückzugsbereich auf der Station ist. Der ist von unserem Elternverein, dem Elterntreff Tumor- und Leukämie erkrankter Kinder, damals gespendet worden bei der Renovierung der Station. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit, sich hier zurückzuziehen. Denn es ist ja so, dass auch manchmal Kinder für eine tagesstationäre Behandlung kommen und vielleicht mal kurz warten müssen auf Medikamente oder dass ein Arzt frei ist. Und dann haben sie hier eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und das ist einfach ein schön eingerichteter Bereich. Genau, wir können mal einmal den hier Switch oben machen. Ist der Fernseher. Also so sieht es hier aus. Genau. Und das Wichtigste ist der Fernseher, an dem wir das WM-Finale mit deutscher Beteiligung gucken werden im nächsten Sommer. Ja, und was man auch schon mal hier sieht, ist hier, wir haben hier eine Ausstellung von den Arbeiten unserer Kinder. Wir haben hier eine Kunsttherapeutin, Frau Killus, die jetzt viele Arbeiten in den letzten Jahren mit den Kindern macht. Und wir wollen halt wirklich die Kinder animieren, dass sie hier auf der Station auch wirklich aktiv sind und nicht einfach nur passiv im Bett sind. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, sowohl das, was die Eltern betrifft, aber auch was die Kinder betrifft. Wir wollen nicht nur einfach den Kindern und den Familien eine Therapie überstülpen, sondern wir wollen sie auch aktiv in die Therapie einbinden. Das heißt, die Eltern werden sehr gut informiert, können sich mit den Therapien eigentlich sehr aus. Ich sage immer, wir machen sie innerhalb von zwei, drei Wochen zum Experten für ihre Erkrankung. Sie werden gleich sehen, wenn wir noch in ein Zimmer gehen, dass die Eltern eigentlich auch die Instrumente fast alle selbstständig bedienen können, wenn es mal bimmelt. Und auch die Kinder wollen wir natürlich nicht nur im Bett liegen haben, sondern wir wollen, dass sie auch was anderes machen als nur Fernsehen. Sie sollen künstlerisch aktiv werden. Wir haben eine Musiktherapeutin hier. Wir haben die Clowns, die die Kinder regelmäßig aus dem Bett scheuchen. Dann kommt donnerstags noch der Fruchtalarm vorbei. Das sind Studenten mit einer Cocktailbar, die hier leckere Getränke mischen. Und es ist also ganz viel los. Und dann auch wichtig ist von dem Elterntreff kommen auch die sogenannten Stationsmütter vorbei. Das sind Mütter, die selber mal ein krebserkranktes Kind hatten und ihre Therapie jetzt überstanden haben und sozusagen als Zeugen auftreten und auch die Eltern unterstützen, die das selber schon geschafft haben. Und ich glaube, das hat auch eine hohe Plausibilität, die viel größer ist, als wenn ich als Arzt, die mir immer unterstellt wird, ich will eine Therapie verkaufen oder irgendetwas, wenn ich sage, ihr Kind wird gesund, wenn Eltern da sind und sagen können, ihr Kind wird gesund, mein Kind hat das auch geschafft, das ist wirklich die beste Stärkung fürs Rückgrat, die man sich vorstellen kann. Also hier, das ist ein Teil der Elternoase und vielleicht gucken wir auch mal aus dem Fenster raus, denn draußen sieht man noch die Bank von dem Therapiegarten. Wir haben in den letzten Jahren mit einer anderen Kunsttherapeutin, Frau Schulz, einen kleinen Therapiegarten eingerichtet.
Wenn es gerade Schnee regnet wie heute, ist das nicht so das optimale Wetter dafür. Aber im Sommer können die Kinder auch da raus, einmal, dass sie auch was anderes sehen als nur die Krankenhauszimmer. Grundsätzlich ist es so, das war auch eben schon auf Instagram eine Frage, wenn ein Kind eine bösartige Diagnose erfährt, dann wird man ja denken, die Kinder sind dann jetzt ganz viel im Krankenhaus. Das stimmt auch eigentlich so, aber wir versuchen die Kinder möglichst viel während dieser Behandlungsphasen zu Hause zu haben. Das heißt, am Anfang brauchen die Kinder oft so eine Diagnose und Therapiestartphase, das sind so 2-3 Wochen oft, aber wenn dann das Immunsystem gut genug ist und die Kinder fit genug sind, lassen wir die Kinder dann doch oft nach 2-3 Wochen nach Hause gehen. Und für die Therapie, das hatte ich ja besprochen, die kann ja mal 3, 6, 9 Monate lang sein, für diese Therapiedauer sind die Kinder eigentlich die meiste Zeit zu Hause und kommen dann nur spezifisch zu den Therapien zu uns auf die Station oder wenn es ihnen mal nicht gut geht, wenn sie Fieber haben, eine Transfusion brauchen, Medikamente brauchen oder auch mal Schmerzen haben, weil der Mund entzündet ist oder der Po entzündet ist. Aber für die Kinder ist das dann schon für die 3, 6, 9 Monate so ein bisschen die zweite Heimat. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir halt hier auch einen Rückzugsbereich haben. Und der ist noch ein bisschen größer, da müssen wir einmal hier um die Ecke gehen. Ja. Oh, da sehe ich noch, ich glaube, wir biegen mal ganz kurz links ab, denn da sehe ich, dass jetzt hier die Musiktherapeutin, die Frau Bischof, jetzt hier ist. Da sieht man hier den Musiktherapiewagen mit Gitarre, verschiedenen Schlaginstrumenten. Wir haben hier auch einen Musiktherapieraum eingerichtet. In dem die Kinder auch, gerade wenn sie ambulant sind, auch Musik machen können. Und ansonsten besuchen unsere Musiktherapeuten hier auf der Station auch die Kinder. Wir können mal ganz kurz reingucken. Ich glaube, wir können mal kurz das Fenster gucken. Das ist gerade die erste Therapie bei einem bei uns relativ neuen Kind. Ne? Ja, ich glaube, der muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass hier im Krankenhaus halt auch Musik gemacht wird. Genau, also da kommen wir dann auch aktiv auf die Kinder zu und dann geht es halt hier weiter mit der Elternoase. Dann ist hier noch ein Spielebereich. Muss man mal hinweisen hier auf den Elterntreff. Das ist wirklich der Verein, der das hier über 30 Jahre jetzt wirklich ganz maßgeblich unterstützt, der komplett über Spenden finanziert wird. Also von daher, ich habe jetzt zwar nicht die Kontonummer auswendig, aber gerne mal im Internet gucken. Der Elterntreff freut sich auch über jeden Euro Spende, die ist sicherlich auch gut investiert. Ja. Denn alles, was Sie bislang genannt haben von der Musiktherapie über die Kiwi-Klausel, ist alles nur durch Spenden finanziert. Ja, also die Krankenkassen, die zahlen natürlich für die medizinische Versorgung, das heißt Bett, Essen und Medikamente und das Personal, aber das, was darüber hinausgeht, also die Musiktherapeuten, das pädagogische Personal, auch die Psychologen, das ist noch zum Großteil dann doch über Spenden finanziert und das ist andererseits, finde ich, völlig unabdingbar. Die Kinderkrebsstiftung, die verschiedenen Elternvereine, die bezuschussen das in Deutschland in jedem Jahr mit mehreren Millionen Euro und das ist eigentlich, finde ich, ein Skandal, denn man muss ja eigentlich sagen, man kann ja nicht ein krebskrankes Kind dann einfach nur vom normalen Leben ausschließen und sagen, jetzt legst du dich ins Bett und bist einfach mal ein paar Monate ruhig. Die Kinder müssen sich entwickeln, müssen sich bewegen können, müssen gefördert werden, lernen können, in die Schule gehen können und all das muss man möglich machen. Das gehört auch zu einer Therapie dazu, die dann ganzheitlich sein soll. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass die Chemotherapie gut wird, sondern die Kinder sollen ja auch insgesamt gesund werden, sich entwickeln können und auch ihre Familie soll auch unterstützt werden. Auch die psychologische Unterstützung für die Eltern ist natürlich auch extrem wichtig. Und dann gehört hier eine kleine Essecke dazu. Achso, hier. Essecke. Ah, ich habe doch das Wichtigste noch gefunden. Ja, hier, ne, Elterntreff. Elterntreff. Ja, genau. Hier die Kontonummer, Standbild. Genau. Die Vorsitzenden, Herr Banner, Frau Schmidt-Stolp. Sehr gut. Gut, okay. Ja, der Elterntreff hat uns auch eine kleine Küche eingerichtet, finde ich großartig. Wir haben sogar unseren Brandschutzbeauftragten überzeugt, dass wir die einrichten können, weil die größte Hürde. Denn damit können die Eltern tatsächlich auch mal für die Kinder das kochen, worauf sie Lust haben.
Es ist ja so, dass manchmal durch die Medikamente sich auch die Geschmäcker verschieben und die Kinder haben oft dann doch eine sehr kleine Geduldsspanne. Und dann ist es ganz schön, wenn die Eltern dann ganz kurzfristig was machen können. Das Wichtigste für die Eltern, diese Kaffeemaschine. Ja, sicher. Ja. Okay, gut. Ansonsten ist es so, dass halt hier das eigentlich aussieht wie eine normale Kinderkrankenstation mit einem langen Flur. Die Zimmer, in denen wir Eingriffe machen müssen, zum Beispiel Lumbalpunktionen oder Knochenmarkpunktionen, die sind auf der rechten Seite. Da sehe ich auch gerade, die Tür ist auf, können wir gleich mal kurz reingucken. Warum müssen wir hier Punktionen machen? Wir müssen zum Beispiel in das Nervenwasser am Rücken, ähnlich wie bei so einer Rückenmarksbetäubung und bei der Geburt, müssen wir manchmal Medikamente reinspritzen, um auch eine gute Chemotherapiewirkung auch im Nervenwasser zu erreichen, damit sich zum Beispiel Leukämiezellen nicht im Gehirn festsetzen können. Und wir brauchen natürlich auch bei der Leukämie die Möglichkeit, über das Knochenmark die Blutbildung direkt zu untersuchen, damit die Leukämie zu diagnostizieren. Ne? Und das können wir halt hier auch machen. Und wenn wir mal ganz kurz hier gucken. Ach, da ist im Moment gerade, sind da gerade welche drin. Ich glaube, da gehen wir dann jetzt besser nicht rein. Da wollen wir jetzt ja keinen stören. Ja, wir gehen noch ein Zimmer weiter und klopfen einmal. Ah, da ist schon. Schon noch einmal. Ja. Hallo, guten Tag, hier sind wir wieder. Wir haben Instagram verlassen und sind jetzt bei Facebook. Ich switch mal um und stelle das mal hier so hin, dann haben wir das nicht schön. Jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, dass uns eine. Ich muss pipi. Dann müssen wir mal die Kamera ausschalten und die Mama muss mal springen. Ja? Es ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, dass sich die Kinder, auch wenn wir reinkommen, erstmal den Rücken zudrehen. Das ist ganz okay. So, jetzt kann man vielleicht einfach mal gucken, hier nach oben einmal filmen. Das ist. Das ist so das, was die Kinder halt auch an Medikamenten bekommen. Das ist eigentlich die eigentliche Chemotherapie, das ist das Methotrexat, das ist typischerweise eine gelbe Flüssigkeit, die wird sehr hoch dosiert gegeben, weil die in einer sehr hohen Dosis die Leukämiezellen optimal bekämpft. Bei dem Jungen muss heute auch noch dann eine Punktion am Rücken gemacht werden, wo auch das Medikament auch ins Nervenwasser gespritzt werden kann. Das ist für die Wirksamkeit im Gehirn halt ganz wichtig. Und Sie sehen, der Junge hat jetzt keine Angst, kriegt von uns aber auch ein bisschen zu schlafen. Was ging es mit Lachgas zuletzt oder hat er voll geschlafen? Voll geschlafen. Er hat den kompletten blauen Traum gehabt. Ja, also das ist die gelbe Lösung und dann ist daneben noch, ein großer Beutel. Ja, das sind dann mal eben so 2-3 Liter. Das ist auch nur Spülflüssigkeit. Und deswegen der Pipi-Alarm oder Puller-Alarm, wie ist das bei Alarm oder wo? Der Puller-Alarm ist irgendwie das Klassische, weil so ein kleiner Junge, jetzt, ne, der kriegt dann mal eben so 2,5-3 Liter Flüssigkeit. Das ist da, damit die Medikamente, die dann kommen, auch schnell wieder rausgespült werden können. Ja, gut, so viel Medizin. Danke, dass wir vorbeikommen können. Ja, Sie sind jetzt ja auch schon ein paar Monate bei uns, haben ja gerade gesagt, seit Ende August. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Weile. Und Sie haben ja auch ein paar Extratouren mal gehabt. Ich hatte eben schon so gesagt, eigentlich hoffen wir immer, dass die Kinder doch möglichst viel zu Hause sind. Wir haben sie dann doch einmal fast 4 Wochen hier einmal einkaserniert, als ihnen gar nicht so gut ging. Ne? Das heißt, so wie ist das jetzt hier so auf der Station? Ist das, sind Sie hier immer noch so eher wie im Hotel oder ist das für Sie irgendwie hier mehr so bekannt, zweite Familie oder wie funktioniert das für Sie? Es ist sehr familiär, weil man hier auch sehr viel alleine macht. Man hilft den Schwestern sicherlich, weil man erstmal was zu tun haben möchte. Ja, Sie haben ja auch die Instrumente eben perfekt bedient, als gewimmelt hat. Dann haben wir ja hier eine sehr schöne Küche, wo wir auch selber Essen zubereiten können, weil gerade die Kinder ja nicht unbedingt immer das alles essen, was man da gerade bekommt. Ja. Er hatte ja auch viel Cortison gehabt dabei, wenn ich da mal einhaken darf. Was war sein Lieblingsessen unter Cortison? Eier, Rührei. Eier. Wie viele Eier hat er so am Tag gegessen?
Ja, wir haben es dann gebremst. Also ich sag mal so. Bei 10 oder? Ja, nee, so viel wollen wir gar nicht, also 4 oder so. 4 Eier, ja, ganz gut. Aber Sie haben uns ja sehr gut gezeigt, wie man in der Mikrowelle Rührei machen kann. Ja, super. Ne? Ja, hier lernt man fürs Leben, ja. Ja, also übrigens, man kann Eier in der Mikrowelle machen, in ein kleines Schälchen rühren, Mikrowelle eine Minute ungefähr, ne? Und dann ein wunderbares Rührei, fettfrei, sehr gesund. Ja, okay. Gut, also das, ja, also viel Eiweiß, ne? Das ist so typisch Cortison, ne? Riesenhunger, ja, ich erzähle immer gerne, 7 Jahre altes Mädchen, 7 halbe Hähnchen an einem harten Tag gegessen, einmal musste die Mutter nachts um 3 Uhr aufstehen für das halbe Hähnchen, erzähle ich immer wieder, weil es mich so beeindruckt hat, ja, und die Geduld ungefähr so groß, ja, das heißt, deswegen ist gut, dass die Küche nah dran ist, ne? Das stimmt. Ja, ja. Also wenn der Hunger kommt, dann muss es schnell gehen, das stimmt. Ja, ja. Wie ist es für ihn, wenn er hier hinkommt und Sie sagen ihm, morgen müssen wir in die Klinik? Langes Gesicht oder? Mittlerweile ist das nicht mehr so schlimm. Oder die Station oder die Schwestern, die Ärzte sprechen ja immer von, die Kinder müssen ankommen. Mhm. Das war am Anfang natürlich nicht so. Da war das schon ein bisschen schwieriger. Jetzt mittlerweile ist das okay. Man kennt die Gesichter. Man hat ein paar Freunde unter den Schwestern, Freundinnen, ne, vielmehr. Genau. Die freuen sich dann auch schon immer, wenn er kommt. Genau. Ja. Ja, das ist ja für uns auch so. Wir freuen uns immer, wenn bestimmte Kinder kommen, dann wissen wir, ah ja, dann ist wieder gute Stimmung, ne? Das ist einfach so. Und er hatte natürlich auch echt eine Phase, wo er lange hier war, da wollte er uns auch dann gar nicht mehr sehen. Ne? Nee, aber das da war dann natürlich nichts, auch mit Fieber, wo er wirklich gar nichts machen konnte, wo er nur gelegen hat. Ne? Das war dann nicht so schön. Das ist irgendwie immer so, dass wir mal Phasen haben, wo es super durchfluppt und dann andere sind dann doch manchmal schwieriger und das ist nie so vorhersehbar. Ne? Wir sind ja jetzt hart am Plan für die Weihnachtsfeiertage. Ne? Ja. Ja, wir liegen gut im Tempo, oder? Ja. Das heißt, nächste Chemo kriegen wir gerade noch vorher hin und dann sitzen flups Weihnachten zu Hause. Und dann haben wir Silvester, klappt ja auch, ne? Ja. Ja, gut. Also wir planen natürlich alles rund um die kirchlichen Feiertage herum. Ja. Nee, aber das ist auch, wie werden wir auch oft gefragt, was ist mit den Kindern an Weihnachten? Wenn eine Therapie sein muss, sind sie natürlich hier, das sagen auch alle Eltern. Aber wenn man es irgendwie einrichten kann, dann fangen wir Mitte November an zu planen, so zu legen, dass es irgendwie klappt. Hoffe ich auch, dass kein Fieber ist und dass das alles gut klappt. Ja. Ne? Ja. Ja. Und das hat ja eben auch gefragt, ich finde immer spannend, wie machen die Eltern es. Ich meine, es ist ja so, in dem Moment, wo so eine Diagnose kommt, da hört ja erstmal die Welt sich aufzudrehen und dann muss man irgendwie gucken, wie kriegt man alle Bälle in der Luft gehalten. Ne? Also mit Arbeit und pipapo mit Familie. Wer unterstützt Sie da alles? Wir haben ein sehr gutes Umfeld, wir haben eine große Familie, die alles für uns, und Freunde auch, die alles für uns tun, was wir so gerade gebrauchen können, ob es Gartenarbeit ist oder Kochen. Die Omas sind sehr gut im Kochen und Haushalt führen. Super. Die Freunde für Gartenarbeit zuständig. Das klappt, was das anbetrifft, wirklich super. Da sind wir sehr glücklich drüber. Das ist toll. Und mit der Arbeit, Sie hatten erzählt, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen da auch ganz flexibel entgegenkommt. Genau, ja. Ich konnte da ohne Probleme meine Arbeitszeit runtersetzen auf weniger Stunden die Woche, sodass ich dann halt mehr Zeit habe hier. Ne? Ja, und Sie können sich sowieso selbst einen Teil. Genau, ne? Dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich da ein bisschen freiere Hand und ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen. Ja, das ist ja super. Ja. Da freuen die sich ja jetzt auch drüber. Ja, das muss man mal erwähnen. Ja. Können Sie auch mal grüßen an dieser Stelle. Gut, okay. Aber wir haben, das ist wirklich so, ist ja schon schwierig genug, wenn man überhaupt ein Kind hat und beide arbeiten, ist ja schon immer ein Drahtseilakt und wenn dann ein Kind krank wird, schon beim Schnupfen und Durchfall ist ja schwierig, aber wenn man sich vorstellt, jetzt mal 6 Monate immer wieder ins Krankenhaus zu müssen. Sie haben immer einen gepackten Koffer, nehme ich an, zu Hause. Ne? Ja. Ja. Und wir haben auch einen Vorteil, wie wir jetzt festgestellt haben, dass wir halt nur ein Kind haben. Andere sitzen halt mit dem zweiten dann. Also jetzt ist es ein Vorteil. Ne? In dem Fall, in dieser Situation, also wirklich ein Vorteil. Ne? Ja. Wobei ich das auch mal schön finde, wenn dann die Geschwister halt auch ein bisschen mit dabei sein können. Das macht nicht aber, ja, das ist schön, aber da muss man sicherlich auch sagen, dann in solchen Phasen kommen natürlich
die Geschwister manchmal auch ein bisschen zu kurz, muss man auch oft sagen. Ne? Also das, da gibt es ja auch extra auch so Programme oder Angebote, die wir auch versuchen, so für Geschwister, die es ja genauso verarbeiten müssen wie die Kinder und sie auch. Und das ist für die auch nicht immer ganz einfach. Ne? Nee. Also da, deswegen, das ist schon, das, also es ist so eine Diagnose, die haut einfach einen ziemlich, die ganze ziemlich Familie raus. Ja. Ja. Aber man sieht ja an ihnen, dass man deswegen nicht die gute Laune verlieren muss. Ja. Ne? Also das ist ganz wichtig und wir sind ja auch ganz zufrieden. Ich hatte heute noch eine super Nachricht vom Referenzlabor. Hat Ihre Frau Ihnen sicherlich schon erzählt, ne? Also Bestnote für die Therapiewirksamkeit, das war jetzt total super. Von daher ist das natürlich heute auch ein Grund zum Feiern ein bisschen. Ne? Genau. Ja? Genau. Apropos Feiern, man wünscht uns frohes Fest und alles Gute der gesamten K41. Okay, das ist ja nett, das ist Insider offensichtlich. Scheinbar, ja. Okay. Okay. Gut, okay. Ja, vielen Dank. Wir werden jetzt hier mal unterbrechen. Wenn ihr noch im Nachgang Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentarzeile schreiben. Ansonsten wünschen auch wir frohes Fest. Ja. Professor Schneider wird jetzt vor Weihnachten nicht mehr live gehen. Jetzt ist alles erzählt, genau. Okay. Aber wir haben noch andere Geschichten aus der Kinderklinik, die wir dann im neuen Jahr erzählen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.